Hallo Kakteenfreunde. Lange habe ich kein Video gemacht und eigentlich finde ich auch immer seltener die Zeit dazu. Aber jetzt habe ich mich mal durchgerungen, weil es gibt zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen und die ich euch gerne zeigen möchte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Fopfunterlagen und war auf Gran Canaria im Urlaub und habe dort einen Paricereo springni stehen sehen. Der hatte zwei große Darmkapseln. Da habe ich mir eine mal mitgenommen und wollte eigentlich die Sämlinge aufziehen und als Fropfunterlagen testen. Dann die Aussaat sehr, sehr keimfreudig. Und wo ich die Sämlinge gesehen habe, da habe ich die Idee gehabt, mal ein altes Thema wieder aufzugreifen, was ich früher mal probiert hatte. Fropfen ins Hypokotylgewebe. Damals hatte ich aber, vor ca. 20 Jahren, habe ich da probiert, Echinopsis-Sämlinge zu nehmen und habe Areocarpus-Sämlinge halbiert und habe die zusammengesetzt. Das Ganze war, als wenn man zwei Stecknadelköpfe zerschneidet und dann zusammensetzen tut. War sehr friemlich und der Erfolg war mäßig. Die Springni-Sämlinge sind aber riesig dagegen und das hat mich daran erinnert und habe das wieder aufgegriffen und habe das vor 2 Jahren dann probiert. Und der Erfolg war doch überraschend gut und deswegen möchte ich euch das jetzt mal bei der neuen Fropfung mitnehmen und möchte euch zeigen, wie das so funktioniert. Ich nehme mal die Kamera in eine andere Perspektive und dann schaut mir mal auf die Hände. Das ist jetzt die Aussaatschale von diesem Jahr. Die Sämlinge sind riesig. Ich habe mal schon einen rausgenommen. Da hat man richtig was in der Hand und kann auch was damit anfangen. Eine Rasierklinge habe ich desinfiziert. Das Substrat habe ich angefeuchtet. Und jetzt schneide ich einfach als erstes. Also Fropfen möchte ich Cauliflower und Godzilla-Sämlinge. Und Rasierklinge ist desinfiziert. Ich halbiere den Sämling oder durch den Saft klebt er gut an der Fläche fest. Nehme den kleinen Paricereus und schneide den Sämling über dem Hypokotylgewebe weg. Nehme den kleinen Areocarpus von der Rasierklinge und gucke, da sieht man ganz leicht, ganz klein sieht man den Leitbündel. Und dann setze ich den Areocarpus drauf und setze die Pflanze ins angefeuchtete Substrat. So. Und hoffe, dass er anwächst. Also von den Sämlingen, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, ist ungefähr so 70% sind angewachsen. Aufgrund der vielen Sämlinge, die ich habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Der nächste Sämling wieder. Also. Aussaatschale. Keine Cauliflower wieder. Den Paricereus aus der Schale. Und das gleiche nochmal. Den Areocarpus halbieren. Den Paricereus
Das Ganze zusammensetzen und wieder ins Substrat. Ich hoffe, man erkennt alles ein bisschen. Mit der Zeit bekommt man dann ein bisschen Übung dafür und dann geht das auch flotter. Bei der Größe der Sämlinge braucht man auch nicht zu beschweren. Das klebt ganz so gut durch die Pflanzensäfte zusammen. Godzillas. So. Das Ganze setze ich dann in ein kleines Zimmergewächshaus und sorge für hohe Luftfeuchtigkeit, damit das gut verwächst. Die Ergebnisse von den letzten Jahren, die will ich euch jetzt noch zeigen. So, das sind die Sämlinge, die ich im letzten Jahr gepfropft habe. Mit dem Wachstum bin ich sehr zufrieden. Zum Vergleich, das sind die gleichaltrigen Cauliflower, die ich wurzelecht aufgezogen habe. Also bis jetzt, also ein Jahr alt. Für das Alter bin ich auch zufrieden, also gut gewachsen, aber kein Vergleich zu den gepfropften Pflanzen. Und die ersten Versuchspflanzen, die ich gemacht hatte vor 2 Jahren, die sind natürlich gigantisch. 2 Jahre alte Cauliflower.
Godzilla. Und hier nochmal Kochubianus, das ist eine Japanform mit kräftigen Warzen. Ich nehme mal die Pflanze raus, die muss ich heute sowieso eintopfen, also umtopfen, weil die haben keinen Platz mehr in den kleinen Töpfen. So sieht das jetzt aus. Eine Unterlage ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Top-Pflanzen. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickeln. So, das war's jetzt, das kleine Video. Ich topfe jetzt die Pflanzen noch um. Und dann denke ich mal, muss ich noch die Schale mit kleinen Sämlingspfropfungen voll machen. Die eingetopften Pflanzen zeige ich euch nachher noch ein Foto zum Schluss. Hänge ich noch mit an. Also ich denke mal, das sind schon beachtliche Resultate, die man so erreichen kann. Probiert's einfach mal aus. Also ich bin begeistert davon. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr noch Samen von Pachycerius bestellen kann und ihr mir jetzt nicht alles wegschnappen tut. Also dann bis bald. Ciao.